With this first unit of our MOOC, we want to give you a bit of a flavour of the themes and topics we are going to cover, and also introduce in just a bit more detail the book that it is based on, the Atlas of Digital Architecture. And so in this discussion, Sandra Sulzer and Niklas Keuschnick, who are both architecture students at TU Graz, are talking to the editors and me about the background and purpose of the Atlas to give you a bit of an idea of where we are coming from and what this MOOC, therefore, is really all about. Und also sollen wir mit denen anfangen? Ja. Dann so die Einstiegsfrage wäre einmal, warum eigentlich? Was waren die Ambitionen, die Beweggründe, dieses Buch zu schreiben? Ich hätte natürlich eine Antwort darauf, weil es das noch nicht gibt. Also das Buch gibt es einfach noch nicht. Das ist natürlich eine einfache Antwort darauf, mal gemeinsam so ein Werk zu schaffen, was dann einfach nach in die wo wir die Lehre den Studierenden der anderen Fakultäten zur Verfügung stellen können. Das ist ja eigentlich die Idee, die dahinter steht. Also es geht ja auch darum, dass dieses Fach, dass man gerne sowas hat, auf das man sich stützen könnte, und dass dieses Fach ja noch nicht so alt ist, dass es diese tradierten Lehrbücher dafür nicht gibt. Aber wirklich über Architektur im Digitalen zu reden und das fast wie in einer Enzyklopädie oder in einem Atlas, das gibt es nicht. Und ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt. Da war die Frage dazu, dass er die Analogie des Atlas auf so einen Atlas, wie er in der Geografie jetzt zu finden ist, eben, dass da kann man ja davon ausgehen, dass jetzt nicht ein neuer Kontinent noch entdeckt wird und jeder Atlas noch hinfällig ist. Und wie kann sich diese Analogie auf den Atlas of Digital Architecture jetzt anwenden lassen? Wenn man in diesem Sprachspiel ist, glaube ich so, dass sich jetzt Land bildet. So, und davon machen wir Landschaft. Problem ist, dass im Moment diese Sachen nicht kartiert sind, beziehungsweise einfach überflutet vom Digitalen und keinen Halt haben. Also auf den alten Karten gibt es ja dann immer dieses über Afrika Hicks und Leones oder sowas, wo man es jetzt noch nicht genauer weiß, aber schon mal was hinschreibt. Und ich glaube, dass wir das auch in unserem Atlas zum Teil gemacht haben. Was wir ja bei allen Fragen hier versucht haben, ist, dass wir eben nicht eine Momentaufnahme im Sinne von jetzt auf dieser Satellitenaufnahme sieht man jetzt, wie die Welt aussieht, sondern dass wir immer auch eine historische Herleitung davon haben. Und diese historische Herleitung davon, die gibt auch den einzelnen Themen eine längere Halbwertszeit. Selbst wenn man sich an die Analogie des Atlas, des geografischen Atlas hält, stimmt sie durchaus. Also es ist eine sich andauernd veränderte Landschaft. Weiß, das Buch wurde ja nicht wirklich von nur einem Geist geschrieben, sondern da haben sich viele Köpfe getroffen. Und wie gestaltet sich so Zusammenarbeit, wenn so viele Autoren eigentlich an einem Buch schreiben, das eigentlich dann einer verfasst? Also wir haben uns wirklich quasi jeden Montag, so wie wir uns jetzt hier treffen, als Redaktion, meistens wir zu viert und öfter dann eben auch mit weiteren Autoren dazu zu den einzelnen Kapiteln getroffen. Ja, es gibt rund 24 Beitragende und die sind zum Teil für ein Kapitel selber, zum Teil in verschiedenen Konstellationen sind zwei oder drei Personen für ein Kapitel verantwortlich. Der wirklich besondere Teil von dieser Zusammenarbeit ist nicht, dass so viele Leute zusammengearbeitet haben, sondern dass wir alle auch ein gemeinsames Sprachrohr dann gefunden haben. Das Verfahren dieses Schreibens auf diese Art und Weise, dass man sowas nur wie Pate ist als Fachmann für das Geschriebene und dann, dass man nicht über seine eigenen Sachen schreiben darf. Also meine Frage wäre dann nur dazu, weil es ist trotzdem nur so, dass viele Menschen Berührungsängste haben zu Digitalisierung, Computerei, wie ihr das so schön nennt. Aber also hättet ihr vielleicht ein paar Erklärungen, warum haben nur immer einige Menschen aus jeder Generation Berührungsängste und vielleicht sogar Angst vor der Digitalisierung? Also meine These ist, dass die junge Generation da keine Angst davor hat. Wir stellen ja fest, dass mit der Digitalisierung und mit den Möglichkeiten und den neuen Tools und den Tutorials und allem drum und dran gibt es ja sehr viele Möglichkeiten und man steht vielleicht so ein bisschen hilflos der Sache gegenüber, gerade als jüngere Generation. Was mache ich denn jetzt damit? Ne, was mache ich jetzt mit einem 3D-Drucker? Was kann ich denn damit jetzt? Was ist denn da neu dran und so? Und
die Kreativität, die man dort entfalten kann, die kann man, glaube ich, nur dann entfalten, wenn man erstens das innen drin versteht und auch versteht, dass das nichts ist, was im Kern, also in den meisten Fällen ist es nicht was wirklich neu ist, sondern es gibt eigentlich historische Vorbilder dafür und es ist nur eine Art von Weiterentwicklung und das kommt im Buch sehr oft vor. Also erstens glaube ich, es gibt Leute, die da Respekt davor haben und zum Teil, wenn sie die nicht haben den Respekt, dann liegt das vielleicht auch dran, dass sie es zu wenig gut verstehen, weil das ist ja durchaus ein übermächtiges Thema, das Und es gibt ja auch die Komponente davon, dass man, ach Gott, und wir werden alle überwacht und wir werden alle, und bald werden wir alle abgeschafft und so. Also es gibt ja auch diese Panikmache, die man häufig in den Medien darüber liest, die auch was damit zu tun hat, dass man das Gefühl hat, ach Gott, was da, auf, lieber keine Computer, ich zeichne lieber von Hand. Also es gibt schon diese Tendenz auch. Und ich glaube, der kann man eben auch am besten mit quasi Aufklärung begegnen, dass man, wenn man ein besseres Verständnis schafft, dann kann man auch die Gefahren einfach besser einschätzen. Mit dem Schluss eben von der Einleitung verbunden, wo eben von dem Code of Your Age geredet wird und wie kann man eben diesen Code of Your Age, wie kann man diesen erlernen und aus was setzt sich dieser zusammen? Also was beinhaltet dieser alles? Aus meiner Sicht hat es auch was mit dem, tatsächlich mit dem Coding zu tun. Also ich glaube, dass es so einen Begriff der Digital Literacy gibt, die eigentlich bedingt, dass man nicht nur Anwenderwissen in Bezug auf diese Werkzeuge, wenn man sie Werkzeuge nennen will, was wir ja eigentlich in dem Buch etwas vermeiden wollen, dass man so eine aktivere Haltung dagegen über einnehmen kann. Das heißt, dass man sich in die Lage versetzt, selber daran mitzugestalten, nicht nur indem ich diese neuen digitalen Werkzeuge nutze, sondern indem ich die Werkzeuge selber mitgestalte. Und das heißt dann eben ein Stück weit programmieren, scripten können. Für mich ist das eindeutig, dass wir seit ungefähr 100, 120 Jahren, also gar nicht so neu, zwar mit der Quantenphysik, mit der entsprechenden Mathematik dazu und dann eben auch mit der Informationstechnik, aber auch mit den Drogen, mit der organischen Chemie, mit all diesen Dingen einfach in einer neuen Welt sind. So, und die ist erschreckend anders. Und das entspricht einer eigentlich der kopernikanischen Wende oder auch das, was wir mit den Griechen erlebt haben, mit der phonetischen Schrift. So, und da gibt es Symmetrien. Und das bedeutet immer, dass es sowas wie ein neues Menschenbild gibt, eine neue Form von Humanismus. Das heißt, man müsste jetzt entwickeln einen digitalen Humanismus. Und das bedeutet immer, dass man vernakuläre Sprachen entwickelt, dass man sich emanzipiert von den Gewohnheiten, den orthodoxen Gewohnheiten, die da sind. Und diese vernakuläre Sprachen, das waren erstmal dann die phonetische Schrift mit den Griechen, das war eine künstliche Schrift, das war keine natürliche Sprache. Griechen ist einfach nur, dass man schreiben kann. Auch sehr interessant, also wie Code, direkt 1:1. Dann glaube ich, dass das in der Renaissance die perspektivische Zeichnung ist, mit der man sich emanzipiert und die Dinge baut. Und für die Architektur ist das sehr wichtig. Also die eigentliche Übersetzung von Vitruv aus der Antike nach Alberti in die Renaissance ist, dass die Dinge gezeichnet sind. Das ist das ist die Übersetzung. Und das ist also eine neue Sprechweise. Und heute müssen wir auch sprechen lernen. Also wir können ausschließlich über diese vielen Bilder, diese vielen Pläne, diese vielen 3D-Modelle und so weiter, die kann man sich ja gar nicht alle angucken. Das geht ja gar nicht. Aber man kann ohne Schwierigkeiten darüber reden. Überhaupt kein Problem. Und zwar, wenn man informiert ist, mit eigener Zunge. So, und das auszudrücken, zu artikulieren, zu festzulegen und so weiter, geht nur mit Code. Und dann würde ich, so, das glaube ich, also die perspektivische Zeichnung, überhaupt die Zeichnung der Renaissance, und die ist so substanziell für die Renaissance und den Dreh, den man aus der Gotik rausgemacht hat, wie das, glaube ich, jetzt das Codieren heute ist.